5000 Abonnenten. 5000. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Mailand Thailand. Das ist wieder Mori aus Bangkok und ja, im heutigen Video vielen Dank für eure Unterstützung. Wir haben soeben oder vor kurzem 5000 Abonnenten erreicht in der Mailand Thailand Community und ich möchte die Gelegenheit hier auch gleich nutzen, um euch zu sagen oder mitzuteilen, wie ich so in den nächsten Wochen, Monaten die Zukunft sehe oder was ich im Sinn habe. Die einen von euch haben vielleicht bereits mitgekriegt, dass ich in einer Woche umziehen werde. Also ich werde Bangkok verlassen und werde Richtung Phetchaburi, Cha Am in diese Region ziehen. Diese Region ist Natur pur, also für mich einer der sehr, sehr schönen Orte, einer der schönsten Orte, um zu leben hier in Thailand. Und das wird dann auch bedeuten, dass mehr Videos in der Natur gedreht werden können, anstatt hier aus Bangkok mit dem ganzen Lärm und dem vielen Verkehr. Dann zu euren Fragen. Mailand Thailand ist eine Community und der Sinn dieses Kanals ist natürlich auch, die Wünsche der Abonnenten vor allem, der Zuschauer natürlich auch, aber primär der Abonnenten, zu bedienen. Der Kanal wird immer größer, es wird für mich immer schwieriger und ich habe es auch schon mal erwähnt, ich investiere jeden Tag ca. 2-3 Stunden nur um Mails zu beantworten. Mails zu beantworten oder auch die Kommentare durchzulesen und zu beantworten. Nicht selten übersehe ich ein paar Kommentare, was dazu führt, dass ihr keine Antwort kriegt oder in den Mails kriegt ihr einfach wirklich eine einfache, schnelle Antwort, weil ich einfach nicht nachkomme. Ich mache das Ganze alleine und ja, es ist einfach, ich versuche so gut wie möglich, das, eure Fragen zu beantworten und Auskunft zu geben, sofern ich natürlich auch die Antwort weiß. Und ja, einfach hier, habt Verständnis, wenn ihr nicht immer gleich eine Antwort kriegt. Ich muss aber ehrlicherweise auch sagen, wenn ich jetzt so Neiderfragen bekomme oder einfach so wirklich, ja, so Fragen, wo ich mich schon ein bisschen frage, ja, wieso fragst du jetzt sowas oder möchtest du jetzt hier einfach ein bisschen provozieren oder ein bisschen Gift versprühen, solche Fragen beantworte ich in der Regel auch nicht mehr. Weil das braucht Zeit und ich investiere die Zeit lieber in die Leute, die den Kanal unterstützen und dankbar sind für die Informationen oder eben auch selber Kommentare abgeben und anderen Menschen hier behilflich sind auf ihrem Weg und ihrem Leben in Thailand. Weil das ist ja schlussendlich auch das Ziel dieses Kanals, den Menschen zu helfen, den Leuten gegenseitig zu helfen, dass man hier nicht auf die Schnauze fällt und dass jeder, der nach Thailand auswandert oder auch hier in den Urlaub kommt, wirklich eine gute Zeit hat, gute Erfahrungen macht und auch ja, happy ist. Kleiner Unterbruch, hier noch schnell ein Bild von einer schönen Bananen, von einem Bananenbaum hier. Von denen gibt es hier so viele. Cool, he? Dass solche Sachen werden wir sicher dann später in Charm öfters haben. Halt einfach Natur pur. Dann noch zu den Videos bzw. die Frequenz der Videos. Ihr habt festgestellt, dass ich im Moment fast täglich Videos produziere und mir ist auch bewusst, dass nicht jeder oder dass nicht jedes Video natürlich auch jeden von euch anspricht und das ist auch absolut kein Problem, weil mein Thema Thailand im Allgemeinen, das ist, ist ein großes Thema und ich habe auch festgestellt, dass es Leute gibt oder Abonnenten, die gerne Videos haben über das Essen, dann gibt es Abonnenten, die gerne informative Videos haben über das Leben in Thailand, Abläufe und dann gibt es natürlich auch Leute, die gerne Videos sehen über das Reisen und ich werde versuchen, immer so ein bisschen einen Mix zu bringen, also mal informative Videos, von denen wird es wahrscheinlich relativ viele geben. Und dann Reisevideos, wenn ich wieder unterwegs bin und dann natürlich auch Videos zum Essen und vielleicht dann später auch, sobald ich auch auf dem Land bin und ein bisschen flexibler, weil ich nachher auch ein Motorrad habe und nicht hier in Bangkok immer mit dem Auto unterwegs bin, dann kann ich dann auch eher so ein bisschen, ja, wirklich die guten Seiten Thailands, die schönen Seiten Thailands mehr in den Videos zeigen.
Und dann auch noch Livestreams, das war mal noch ein Thema, was ich vor kurzem gesagt habe, dass ich ab 10.000 Abonnenten Livestreams mache. Ich habe dann ein paar Kommentare bekommen, Leute, die gesagt haben, ja, du kannst ja jetzt schon Livestreams machen, mit 4.000, 5.000 Abonnenten geht das auch schon. Das ist korrekt, aber ich habe im Moment so viel um die Ohren, weil ich eben noch Visa, da bin ich noch dran, dann mit dem Land habe ich auch vor kurzem gepachtet, dann steht der Hausbau an, beziehungsweise ich bin dort an der Planung und alles, ich mache die Videos, ich beantworte eure Mails, also von dem her, und die Livestreams, die nehmen in der Regel, brauchen die Zeit, und ich muss mich dort auch zuerst noch ein bisschen einarbeiten, beziehungsweise weiterbilden, denn da braucht man auch ein Programm, und wie das dann mit YouTube genau funktioniert, da muss ich mich, das weiß ich im Moment noch nicht genau, also ich muss mich hier auch selber noch ein bisschen weiterbilden, und darum, das ist, ich denke so bis Ende Jahr oder vielleicht auch ein bisschen länger wird es noch dauern, bis wir die 10.000 erreichen, wenn es so weitergeht, und falls nicht, dann werde ich sicher auch schon früher Livestreams machen, wenn ich jetzt sehe, dass die Abonnentenzahlen gar nicht mehr wachsen und die Leute das Interesse am Kanal verlieren, dann werden wir das sicher vor 10.000 machen. Aber so in der Regel, ich halte an diesem Ziel fest, 10.000 Abonnenten noch bis Ende Jahr und dann so schnell wie möglich natürlich Livestreams, sobald das erreicht ist. Gut, dann ja, ich hoffe, ihr bleibt mir treu, kommentiert weiter, Daumen hoch und immer, wie es auch geht. Ich habe jetzt auch schon einige von euch getroffen in Thailand, Abonnenten. Eigentlich fast jeden dritten Tag treffe ich einen Abonnenten hier in Thailand. Ich habe zwar noch kein Video darüber gemacht, ja, weil ich halt einfach auch noch nicht so hundertprozentig ja, professionell bin, dass ich da einfach so schnell aus dem Stegreif aus die Kamera einschalten kann und mit euch die Videos machen. Aber mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt in der Zukunft. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Dann wünsche ich euch einen super schönen Tag, wie es auch heute wieder ist hier in Thailand. Und ich hoffe, ihr bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Bangkok.